Hallo zusammen, in dem heutigen Video wollen wir mal das Thema Whiteboards behandeln, denn diese bieten wirklich sehr viel Platz für eure Notizen und sind zudem noch sehr übersichtlich, wenn ihr darauf im Grunde was dokumentieren möchtet. Und da es aktuell schon sehr viele Whiteboards auf dem Markt gibt, haben wir uns mal die Mühe gemacht, für euch die 5 besten und beliebtesten Whiteboards herauszusuchen, welche unserer Meinung nach aktuell das Rennen machen. Diese schauen wir uns heute mal mit sämtlichen Vor- und Nachteilen an, werden die der Reihe nach durchgehen und zum Schluss werden wir auch unseren Vergleichssieger krönen. Bleibt also unbedingt bis zum Schluss dran und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an und wir starten dann am besten mit Platz 5. Und dort landet bei uns das Whiteboard von Viz Pro. Und hier schauen wir uns am besten mal die Vor- und Nachteile zuallererst an. Da hätten wir zum einen einen guten Preis, es ist hier ein Zweierset, wir haben hier eine magnetische Oberfläche, Aluminiumrahmen, eine Stiftablage, es ist abwischbar und im Hoch- sowie im Querformat verwendbar. Die Nachteile, leider etwas sehr dünne Ablageschale und die Aluminiumprofile sind von der Qualität her etwas mittelmäßig. Wir gehen nun weiter zu den Produktdetails. Wir haben also hier einen Zweierpack. Es gibt hier 7 verschiedene Größen. Sie sind im Hoch- und im Querformat nutzbar. Wir haben hier eins zum Trocken abwischen. Es gibt hier ein Wandmontageset. Es sind Aluminiumleisten vorhanden und sie sind spezial lackiert. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt dieses Whiteboard mal direkt auf Amazon an, wo ihr es auch bestellen könnt. Dazu gehen wir jetzt hier mal auf die Produktseite drauf. Und den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Ich würde also sagen, ihr klickt mal den Link in der Videobeschreibung an. Da kommt ihr auf diese Produktseite und könnt euch dieses Whiteboard jetzt parallel oder nach dem Video nochmal in aller Ruhe anschauen. Es gibt ja verschiedene Varianten bzw. Größen. Die Zweier-Variante hier kostet 47,90 Euro, ist also sehr praktisch für euer Homeoffice, könnt ihr auf jeden Fall gut verwenden. Wir schauen uns hier mal die Produktdetails dazu an. Hier stehen nochmal die Abmaße drin, auch das Artikelgewicht. Hier gibt es mal ein paar schöne Abbildungen, wie man im Grunde hier dieses Whiteboard verwenden kann. Die praktische Stiftablage kann variiert werden von rechts nach links. Und auch sonst bietet dieses Whiteboard hier sehr viele Funktionen an. Wir gehen jetzt mal runter zu den Bewertungen, die sehen auch sehr gut aus, ist ein tolles großes Whiteboard, es eignet sich sehr gut für den Homeoffice-Bereich und auch sonst gibt es hier wirklich sehr viele zufriedene Kunden. Den Link, den gibt es wie vorhin schon erwähnt unten in der Videobeschreibung, also klickt dort mal drauf und dann gehen wir auch gleich weiter zu Platz 4, denn dort landet bei uns das Whiteboard der Marke MOB. Und auch hier schauen wir uns zuallererst mal wieder die Vor- und Nachteile an. Wir haben also hier einen sehr günstigen Preis, wir haben eine magnetische Oberfläche, einen Aluminiumrahmen, eine Stiftablage, es ist abwischbar, im Hoch- und Querformat verwendbar und schutzlackiert. Die Nachteile, leider ist die Stiftablage teilweise schon zu lang und es gibt relativ wenig Zubehör mit im Lieferumfang enthalten. Wir gehen mal weiter zu den Produktdetails, da können wir schon sehen, wir haben hier 13 verschiedene Größen, im Hoch- und Querformat, er ist trocken abwischbar, wir haben ein Wandmontageset, Aluminiumleisten und eine sehr große Ablageschale. Dieses Whiteboard könnt ihr euch auch ganz bequem auf Amazon bestellen und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal dort auf die Produktseite drauf und schauen uns das mal hier direkt an. Also, hier gibt es das Whiteboard, den Link dazu, den gibt es übrigens auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr dort mal reinschaut, auf den Link draufklickt, dann kommt ihr zu dieser Produktseite und könnt euch dann hier dieses Whiteboard jetzt parallel oder nach dem Video nochmal in aller Ruhe anschauen. Wie vorhin schon erwähnt, gibt es natürlich hier verschiedene Abmessungen, da sollte auch für jeden was dabei sein. Der Preis fürs kleinste 15,90 Euro ist wirklich ein sehr guter und günstiger Preis, der sich sehen lassen kann. Wir gehen kurz mal die Produktdetails durch, hier steht nochmal alles drin, passt eigentlich auch alles soweit. Es gibt hier schöne Abbildungen, nochmal hier eine ausführlichere Beschreibung vom Hersteller. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal ganz weit runter und dann schauen wir uns zum Schluss nochmal die Bewertungen zu diesem Whiteboard an. Also wir gehen mal kurz runter zu den Bewertungen und da können wir schon sehen, wir haben hier ein tolles Whiteboard zum guten Preis. Es ist sehr praktisch, empfehlenswert und auch hier eine tolle Magnetwand. Also den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung, klickt mal drauf und dann gehen wir auch schon weiter und zwar zu Platz 3. Und dort landet bei uns das Herlitz Whiteboard. Und auch hier schauen wir uns mal die Vor- und Nachteile von diesem Produkt an. Da hätten wir zum einen ein hochwertiges Markenprodukt zum guten Preis. Es gibt sehr viele verschiedene Größen. Er hat einen silbernen Holzrahmen, es ist ein Kombiset, abwischbar, hat eine magnetische Oberfläche und ein beständiges Design. Die Nachteile, leider ist hier keine Stiftablage mit dabei und die Montage, die ist auch etwas aufwendiger.
Dann gehen wir auch gleich weiter und zwar schauen wir uns jetzt nun im nächsten Schritt mal die Produktdetails an. Wir haben ja also hier zwei verschiedene Größen. Es gibt hier verschiedene Sets. Es ist trocken abwischbar. Es gibt hier ein Wandmontageset, was mit dabei ist. Es hat einen robusten Holzrahmen. Magnete und ein Befestigungsset ist mit ihrem Lieferumfang enthalten. Und auch der Marker ist hier mit dabei. Dieses Set bzw. dieses Whiteboard schauen wir uns jetzt auch hier mal direkt auf Amazon an. Und auch hier gibt es den Link unten in der Videobeschreibung. Klickt also den Link mal an. Dann kommt ihr zu dieser Produktseite. Dann müsst ihr euch dieses Whiteboard hier nicht ewig selbst raussuchen. Da gehen wir kurz die Varianten durch. Hier gibt es eine sehr große Auswahl, auch hier an verschiedenen Farbvarianten. Da sollte für jeden was dabei sein. Und ja, ansonsten sieht es soweit gut aus. Der Preis kommen wir gleich auch hier mal zu sprechen. 19,28 Euro ist auch vollkommen in Ordnung dafür, dass es sich hier um ein hochwertiges Markenprodukt handelt. Die Produktbeschreibung ist ebenfalls sehr ausführlich gehalten. Hier stehen nochmal sämtliche Abmaße drin, auch das Gewicht, die Artikelnummer. Passt eigentlich alles soweit, mehr braucht ihr dazu auch nicht wissen. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir nochmal etwas weiter runter und schauen uns mal die Bewertungen nochmal dazu an. Wir haben also hier ein tolles Set, was auch für Magnete gut geeignet ist. Es ist hier sehr gut für den Homeoffice-Bereich und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier auch. Also, den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Klickt also dort mal drauf und dann könnt ihr euch das hier nochmal in aller Ruhe anschauen. Und jetzt gehen wir auch schon weiter und zwar zu Platz 2. Und dort landet bei uns das Amazon Basics Whiteboard. Und auch hier schauen wir uns mal selbstverständlich die Vor- und Nachteile auf einen Blick an. Da hätten wir zum einen einen wirklich guten Preis. Es gibt ja auch viele verschiedene Größen. Auch hier ein Aluminiumrahmen. Es gibt eine Stiftablage. Es ist abwischbar. Hat eine magnetische Oberfläche, ein beständiges Design und ein reichhaltiges Zubehör. Der einzige Nachteil, die Montage, die ist etwas aufwendiger, aber daran sollte es eigentlich nicht scheitern. Wir gehen mal weiter zu den Produktdetails. Wir haben hier 8 verschiedene Größen, es gibt hier verschiedene Sets, es ist trocken abwischbar, es gibt hier Montageset, was mit dabei ist. Wir haben Aluminiumleisten, wir haben hier 6 Magnete plus einen Radierer und es sind auch 2 Marker mit dabei. Zu kaufen gibt es dieses Set natürlich auf Amazon, wie auch schon hier der Name sagt. Und daher würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal auf die Produktseite drauf. Den Link dazu, den gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung. Also schaut euch auch mal die Videobeschreibung an, klickt mal dort den Link an und dann könnt ihr euch hier mal die Produktseite nochmal näher anschauen. Hier gibt es verschiedene Varianten und auch verschiedene Größen, wie ihr schon sehen könnt. Der Preis 23,50 Euro. Der ist wirklich vollkommen in Ordnung, wenn man bedenkt, dass hier natürlich auch noch Magnete und Stiftmarker mit im Set enthalten sind. Die Produktbeschreibung ist ja auch ausführlich gehalten. Es gibt hier wirklich viele Details, die nochmal hier einiges dann für die Magnetleinwand darstellen und auch die Bewertungen fallen sehr positiv aus. Wir schauen uns die jetzt hier nochmal direkt an. Ist also auf jeden Fall schnell da. Wir haben hier eine hochwertige Qualität, auch im Hochformat verwendbar. Es ist ansonsten ein gutes Produkt und genießt ja sehr gute Bewertungen. Also, den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr dort mal draufklickt, dann kommt ihr zur Seite, könnt euch auch nochmal die Bewertungen in aller Ruhe durchlesen. Und nun würde ich sagen, gehen wir zu Platz 1, unserem Vergleichssieger. Und dort landet bei uns das Whiteboard von der Marke Boards Plus und auch hier schauen wir uns mal zuallererst die Vor- und Nachteile auf einen Blick an. Wir hätten also hier zum einen einen sehr guten Preis, es gibt sehr viele verschiedene Größen, es ist ein Aluminiumrahmen, wir haben eine Stiftablage, er ist abwischbar, wir haben eine magnetische Oberfläche, ein Vierecken-Befestigungssystem und sogar 10 Jahre Garantie. Der einzige Nachteil, ja, die Qualität, die könnte vielleicht noch etwas besser sein. Dann schauen wir uns auch gleich mal hier kurz die Produktdetails dazu an. Wir haben also hier 4 verschiedene Größen, es gibt auch hier verschiedene Sets. Es ist trocken abwischbar, das Wandmontageset ist ebenfalls mit im Lieferumfang enthalten. Wir haben hier einen elixierten Aluminiumrahmen, Kunststoffabdeckungen und es ist hier wirklich sehr leicht zu befestigen. Also, dann gehen wir auch hier mal kurz auf die Produktseite drauf. Bei Amazon könnt ihr euch das nämlich bestellen. Den Link dazu, den gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung, also klickt dort am besten jetzt mal drauf und dann könnt ihr euch dieses Whiteboard hier nochmal in aller Ruhe anschauen. Dann gehen wir auch hier jetzt mal kurz auf die verschiedenen Sets ein, denn da gibt es hier wirklich eine sehr große Auswahl. Wir haben hier zum einen ein sogenanntes Single Set, da ist nur die Leinwand mit dabei, ansonsten gibt es hier noch welche mit Marke und welche ohne und auch verschiedene Größen gibt es hier zur Auswahl. Das kleinste Set kostet 18,10 Euro, 60,45 Euro sind die Abmaße, ist wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her beinahe unschlagbar und wir schauen uns jetzt hier mal kurz die Produktbeschreibung dazu nochmal etwas näher an.
Hier sehen wir nochmal eine schöne Abbildung mit sämtlichen technischen Daten und Details. Wir können auch hier sehen, dass wir hier eine sehr einfache 4-Punkte-Montage haben. Und zu guter Letzt würde ich sagen, gehen wir kurz die Bewertungen noch durch. Das ist hier alles top, hat eine sehr gute Verarbeitung, ist wirklich sehr wichtig. Ist ein sehr gutes Board und kommt natürlich auch hier bei den meisten sehr gut an. Es steht also fest, unser Vergleichssieger ist das Boards Plus Whiteboard. Und jetzt schauen wir uns mal die wichtigsten Vorteile auf einen Blick an. Wir hätten also hier zum einen einen erstklassigen Preis. Es gibt verschiedene Größen. Es hat einen Aluminiumrahmen, eine Stiftablage, es ist abwischbar, magnetisch und hat 10 Jahre Garantie. Das soll es aber nun gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer gibt es alle Informationen und Links zu den Whiteboards unten in der Videobeschreibung. Also schaut dort mal rein und klickt die Links direkt jetzt mal an. Und wenn ihr jetzt mehr über Bürostühle wissen wollt, dann geht doch mal auf unsere Webseite www.bürostuhltest24.de. Dort gibt es eine wirklich sehr große Auswahl an verschiedenen Vergleichen rund um Bürostühle. Wir haben hier zum Beispiel auch eine Top 10 der besten Bürostühle, Vergleichssieger. Dann haben wir auch noch hier eine Auflistung an Bestsellern. Zudem gibt es auch hier noch einen Direktvergleich. Es gibt verschiedene Kategorien, Testberichte, Produktberichte und auch einen sehr interessanten Ratgeber mit guten Artikeln. Und wenn euch dieses Video jetzt hier gefallen hat, dann gebt doch mal hier einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis bald.